Gut. Tja, die nächste Preisfrage. Wir haben überhaupt keine Ahnung, wo wir jetzt nach der Wüste und diesem Samen des Feuers hin sollen. Das hat uns noch niemand gesagt. Deswegen schauen wir mal. Kanoni, wo würdest du uns hinbringen? Trüffeldorf, Weihnachtsinsel, Imperium? Gut, dann wissen wir, wo wir hin müssen. Benehmt euch anständig im Imperium. Ja, 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 ganz besonders anständig. Sind unsere ganz speziellen Freunde. Wir werden allerschönste Tischmanieren zeigen. Gar kein Problem. Wir sind ganz nett. Gut. Bum, bum, bum. Wie weit fliegen wir? Uiuiuiuiui, das sieht auch weit aus. Oh, das sieht sehr weit aus. Wir landen auf einem Berg, auf einem Hügel, auf irgendwas. Direkt bei einem anderen Kanoni. Hi. Das ist cool. Funktioniert ja mittlerweile wie Bushaltestellen oder so. In die Wüste. Nein, danke, da kommen wir her. Aber das ist gut, dann kann ich wirklich zwischendurch mal wieder zurückgehen. Oh Gott, imperiale Soldaten. Wir sind wirklich im Imperium. Huhu. Die kennen uns aber nicht, oder? Hallo? Willkommen in Südstadt. Nein, die kennen uns nicht. Wir sind in Südstadt. Gut. Unser Ort hat einen Namen bekommen. Wir wissen, wo wir sind. Nur wir wissen nicht, was wir hier wollen. Huch, eine Alte. Eine ziemlich fette Alte. Was ist mit dir los? Maria. Hey, ich weiß, wer ihr seid. Woher? Von Victor. Ah, Freundin von Victor. Ihr müsst wissen, ich bin eine Spionin aus Tasnika. Genau wie mein Mann, der jetzt leider in Gefangenschaft ist. Ihr wollt nach Nordstadt, da benutzt am besten den Tunnel der Rebellen im Osten von hier. Die Parole lautet 6, 3, 4. Gut, 6, 3, 4. Wir wissen Bescheid. Tja, das war auch wirklich schon eigentlich alles, was wir hier in der Stadt wirklich tun wollen. Wir gehen nochmal kurz ins Geschäft, schauen, ob es dort was Tolles gibt. Neue Klamotten wären zum Beispiel schön, aber ansonsten war es das auch schon. Achso, das ist das Inn hier. Okay. Na, schlafen wir noch schnell eine Runde. Lalala. Diesmal schlafen wir auf der rechten Seite vom Bett und fallen fast raus. Ich habe keine Ahnung, was die alle dagegen haben, einfach mal in der Mitte vom Bett zu liegen. Wo ist das Problem? Ich habe keine Ahnung. Ja, raus hier. Wo ist hier das Geschäft? Hier muss es doch irgendeinen Laden geben. Nein, dort oben ist es nicht, das weiß ich. Gut, also hier kann man schon mal pennen. Das ist schön, aber das ist doch nicht alles, was es hier in Südstadt gibt, oder? Kann man hier nur pennen, sonst gar nichts. Sieht fast so aus, oder? Gut, mal ganz doof gefragt. Im oberen Stock da drüben wäre es nicht gewesen, oder? Ich schaue sicherheitshalber nur mal gerade rein. Ah, doch, sieht nämlich danach aus, ja? Gut, gut, dass ich nachgeschaut habe. Und hier gibt es neues Zeug. Dämonenring. Gleich mal 3 Stück. Und die neue Rüstung, die Juwelenweste. Boah, das Zeug wird richtig teuer. Na, hoffentlich ist es sein Geld wert. Und noch eine neue Kappe. Tolles Käppi. Die Strickmütze, die ist leider nur für die beiden. Das ist doof. Wir haben wieder Wasser verbraucht, oder? Nee, haben wir nicht. War das eben noch alles, aber... Eine Nuss, genau, stimmt, bei dem Dingens. Okay, haben wir Geld hier gelassen. Wir lassen immer so Geld hier, das ist ja Wahnsinn. Ziehen wir uns fix um. Hier, Kleidung. Tja, nee, für dich ist die Mütze nicht, aber schauen wir mal. 34 auf, ja, 43 ist doch was. Und 10 auf 13, ja. Ja, hey, mehr Rüstung ist mehr Rüstung. Besonders Funk kann das supi gebrauchen. Funk kippt mir nämlich alle Nase lang um. Nein, ich war noch nicht fertig, das ist scheiße. Ich weiß nicht, warum Funk immer umkippt, das ist doch schrecklich. Ist doch gut gelevelt, ist gut im Futter, kriegt immer Zuckerli und alles, aber kippt trotzdem laufend um. Nee. So, fertig. Verkaufen wir noch den Müll. Ja, ja, ja. Hier, nimm mal den Müll, du. Verkaufen. Nein, du musst die Waschbenutze noch behalten. Hier und hier. Ja, weiter, 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 weiter. Wie viel kriegen wir noch dafür? 1,5. Ich glaube, 2250 haben wir bezahlt dafür. Naja, da wird man wenigstens nicht ganz so extrem beschissen beim Verkaufen. Nein, 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 falsch. Die noch weg. Für über 100.000 wiederzukommen reicht es nicht mehr. Das ist schade. Nein, ich will nicht das verkaufen. So. Sehr gut.
Noch etwas? Nö. Auf Wiedersehen. So. Wir gehen hier runter. Dann, da steht jemand. Wer ist das? Hi. Läuft einfach weg. Hallo. Hallo? Ah, hier bist du ja. Das sieht nach einer Tür aus. Mach mal auf. Wie lautet die Parole? Nein, sie lautet 6, 3, 4, 6, 3, 4. Rein mit euch. Okay, rein mit uns. Wow, Pudding. Nein, Fische. Warum sage ich Pudding, wenn es Fische sind? Neue Fische. Das ist nicht schon wieder die Hexenmädchenmusik, oder? Ihr habt sie nicht mehr alle. Wenn man jetzt die Augen zumacht, kann man wirklich meinen, ich bin im Hexenwäldchen. Ja, okay, Pudding-Sounds gibt's dort nicht, das weiß ich. Hier lang? Nee, ich sag das. Aber hier unten lang. Kommt ihr! Ich will hier raus, ich hasse Kanalisation, diesen Scheiß. Ja, raus. Und Pudding im Weg, komm, ich vereist uns nicht. Ja, schön, er ist gelähmt, komm schnell. Okay, sag das, falscher Weg. Nein, nein, ich bin vereist. Na gut, Funk, du weißt, was zu tun ist. Wo haben wir? Hier. Gut. Hau uns mal auf. Bam. Bam. Schöner Schaden. Einmal noch, weil es so schön war. Und inzwischen gehen wir schon weiter. Blop, blop, blop. Ja, sehr schön. Das hat wieder. Hier raus. War das das Ende? Nein, das ist immer noch nicht das Ende. Die Kanalisation ist zu groß. Ja, kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Ihr schafft das. Hier unten raus. An der Ente vorbei. Die ganz komische Verrenkung macht. Ich will nicht drauf angehen. Ja, gut. Könnt ihr bitte hier runterkommen? Sonst bleibt ihr eh nur wieder hängen, ihr. Die doofen Weiber. Ja, komm. Lass dich nicht von so Fischen aufhalten. Hier oben rein. Schon wieder Pudding. Ja, komm schon. Wer baut bitte so eine Kanalisation? Warum macht man sowas? Hier raus. Ha, wir sind oben. Wir sind im Haus. Sieht richtig toll hier aus. Sarah. Wer seid ihr? Spione des Imperiums? Sehen wir so aus? Man weiß ja nie. Herzlich willkommen im Rebellenhauptquartier. Ja, ja, ja. Ich bin Mick, der Mannerheld. Angeber. Willst du sie damit beeindrucken? Schau mal. Eifersüchtig, hä? Quatsch. Ich lieb doch Hagen. Hagen? Etwa den Hagen? Warum? Ein gewisser Hagen hat die Leute bei den Ruinen hypnotisiert. Scheiße, das Spiel kennen wir, oder? Wie in Pandoria? Aber Hagen ist doch... Vielleicht ist es ja ein anderer Hagen. Das solltet ihr nachprüfen. Okay. Mein Zauber schwindet. Das ist Schicksal, würde ich sagen. Gut. Wir sind in der neuen Stadt. Hier unten steht jemand. Was will die? Was macht die? Das Leben ist grausam. Ach so, die mimikt nur. Entschuldigung, ich dachte, du wärst ein Verkäufer, nicht ein Emo. Und du? Das Hauptquartier der Rebellen wird gut bewacht. Wir haben einen kleinen Jungen mit einer Waschbärmütze. Und eine Frau im Schlafanzug. Das Hauptquartier der Rebellen wird gut bewacht. Lächerlich. Gut. Dreimal dürft ihr raten, wo wir sind. Natürlich, wir sind in Nordstadt. Haha. Ich würde hier gern in den Shop schauen. Shop schauen. Wo haben wir denn hier was? Dementsprechend ist das hier nicht danach aus. Das sieht nicht danach aus. Brauchen wir einen Shop? Nein, hier kann man nicht mal rein. Hier laufen Arsch voll Leute rum. Nein, hier oben ist kein Shop, das weiß ich. Hier kann man schlafen. Na gut. Wird wohl eh nichts anderes geben als in Südstadt. Das wäre etwas komisch, nur für die Kanalisation extra eigene Ausrüstung. Eine Nacht kostet inzwischen noch 120. Es wird immer teurer. Das Spiel kennen wir doch, oder? Ja, ja, ja. Schrecklich. Gut. Schlaft schön. Sie schlafen in der Mitte. Das muss man mal hervorheben. Da muss man sie loben dafür, oder? Spielstand speichern. Ja, ich bitte darum. Gut. Blick, Blick, Blick. So. Na, ich würde sagen, reicht wieder für einen Moment. Jetzt muss ich wirklich mal wieder einiges nachleveln. Viele Waffen, alle Zauber aus 4 und noch einen komplett neuen Geist.
Also ich danke euch wie immer fürs Zusehen und ich werde mal wieder fleißig sein. Später mache ich weiter dann. Bis demnächst zum nächsten Mal.